Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Common Master. So, wir gucken uns den Kommentar von heute an. Lohnt es sich bei Congregate angemeldet zu sein? Ich verstehe jetzt die Frage nicht so ganz. Also, macht auf jeden Fall Sinn, den Congregate-Account zu haben, damit eben dein Account hier safe ist, wenn mal irgendwas ist. Dann kannst du nämlich da auch über die Webseite ganz normal. Warum guckt er die ganze Zeit so komisch nach oben? Kannst dann über die Webseite ganz normal dich einloggen, ne? Also normaler Account halt. So, dann schauen wir jetzt mal hier rein. Hier haben wir den Stewie bei in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Nach wie vor. Und hier haben wir nach wie vor das Mythic Farnsworth Pack. Mit Cats, Queen of Cats Terrors, Bandit und Dr. Amy Wong. Finde ich ziemlich nice. Habe ich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Jetzt gibt es dieses Bob Power Pack. Das interessiert keinen. Dann. Na, meine Karte. Little King Trashmouth. Cuddle Sacrificial, Robot Goat. Bandit, Philip J. Fry und Bill Dauterai in der King Teagle Box, die richtig cool ist. Auf jeden Fall eine geile Box. Also wer noch ein paar Gems übrig hat. Also Minimum 800, der sollte die jetzt da reinballern. So, ja. Dann kommen wir auch zu unseren Combo-Recipes für heute, beziehungsweise den Combo-Masteries. Und da haben wir als allererstes den Kondom-Chris. Ja, mit dem Verhüterli. Das Verhüterli. Da haben wir das Verhüterli drauf. So, und da kommt dann letzten Endes sowas raus, dass da halt relativ viel Schild dabei ist. Wobei ich der Meinung bin, der normale Chris ist geiler. Also das ist auf jeden Fall nicht, also lohnt sich nicht. So, dann haben wir hier den Helicopter Accident. Schauen wir uns auch mal diese Combo an. Das ist ein Brian mit Flugkarten und ja. Auch das lohnt sich nicht. Da kommt eine Legendäre raus, wenn du die mit der grünen kombinierst, die Mythic da oben kommt. Okay, also. Auch völlig überflüssig, braucht kein Mensch. So, dann den Golfing Quagmire. Ja, da können wir jetzt mal schauen. Jetzt bin ich mal gespannt. In der Mythic-Version, inwiefern sich das mit einer Blurns Ball zum Beispiel lohnt. Oh, 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 oh. Guckt euch das an. Oh, oh, oh. Hier haben wir 21, 24. Das heißt, wir hätten gleich am Anfang schon 45 Angriff im First Hit. Und also da, wer eine Blurns Ball in den Mythic Quagmire hat, der sollte sich auf jeden Fall überlegen, jetzt diese 1000 Steine, wenn nicht sogar zweimal reinzuballern, weil du bist dann automatisch schon nach 10% Aufschlag bei über 50 Angriff im ersten Moment. So, dann gehen wir noch in die letzte Combo rein. Das ist da hinten der Wallig. Und dann schauen wir doch mal, was das ist. Das ist eine ziemlich außergewöhnliche Combo, nämlich nur mit Fukinawa. Roger Fukinawa ergibt den Wallig. Und das ist ziemlich, ja, also was will ich mit einer Fukinawa? Also die lohnt sich nicht. Also was können wir über die heutigen Combos sagen? Letzten Endes, wir haben hier den Golfing Quagmire. Der ist interessant für diejenigen, die einen Mythic Quagmire haben und eine Blurns Ball. Ansonsten lohnt sich das alles heute nicht. Wenn es euch geholfen und gefallen hat, lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.